Und jetzt wird's kulinarisch. Wir entführen Sie in eines der ältesten Gasthäuser von Bregenz. Im Maurachbund wurde immer schon bodenständig gekocht und darum gibt's heute ein richtig deftiges Heurigenmenü. Die Maurachgasse ist in einer der ältesten Vorstadtviertel, das ursprünglich außerhalb des Stadtkernes lag. Das Haus, in dem der heutige Stadtheurigen Maurachbund ist, geht bis ins 16. Jahrhundert zurück und steht heute unter Denkmalschutz. Ein perfekter Platz für ein gemütliches Gasthaus mit bodenständig regionaler Küche. Passend zu einem Stadtheurigen darf es auch deftig zugehen. Ich mache heute einen Kümmelbraten mit Krautsalat und einer Serviettenschnitte. Ist ein Klassiker der heurigen Küche. Also, wenn Sie nach Kärnten, Steiermark gehen, würden Sie es gleich hier auf der Karte finden. Senf, Knoblauch, Kümmel und Salz zu einer Marinade verrühren und damit den Schweinsbraten einreiben. Am besten über Nacht einziehen lassen. Dann im Ofen in einem Lorbeerwacholder Wasserbad garen. Doch wie bekommt man eine besonders knusprige Schweinsbratenkruste? Der beste Trick, den ich sagen kann, ist am Vortag einfach die Hauptseite nochmal mit Salz einreiben. Es entzieht das Wasser und dadurch wird es natürlich knuspriger und geht besser auf. Krautsalat und Serviettenknödel sind als Beilage echte Klassiker der heurigen Küche. Besonders fluffig wird die Knödelmasse durch den untergehobenen Eischnee. Also jetzt müssen wir schnell arbeiten, dass der Eischnee nicht kaputt geht. Und da tun wir das jetzt einfach auf die Klarsichtfolie schnell fest einrollen und dann einfach 35 Minuten in Wasserbad garen. Die fertigen Serviettenknödel in Scheiben schneiden und in Butter anbraten. Inzwischen den Krautsalat mit Essig, Öl, Salz und Kümmel fertig würzen und gut durchkneten. Jetzt kann angerichtet werden. So, ein klassisches Heurigengericht, Kümmelbraten mit schönen Serviettenknödel und einer guten Soße und Krautsalat. Einen guten Appetit wünsche ich. Vielen Dank.